Ja, hallo Leute, in der letzten Zeit ist wieder viel passiert und heute will ich mit euch mal so ein kleines Testprojekt bauen, um zu schauen, was man mit Holz noch so machen kann. Ich hatte gestern einen Außendienstler bei mir und zwar war das der Herr Hecht von der Firma Adlerlacke. Ganz wichtig, kein bezahltes Product Placement oder irgendwie eine bezahlte Integration. Das war alles ganz normal. Der Hecht ist Außendienstler. Ich hatte eine Frage zum Produkt. Der ist vorbeigekommen und hat mir mit ganz viel Expertise gesagt, worauf man halt eben achten sollte und was es da halt eben alles gibt. Und da haben wir ein paar Muster gemacht. Die will ich euch einmal kurz zeigen. Ich habe damals angefragt für verschiedene Öle im Innenbereich und für den Außenbereich. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin absolut überrascht, wie viele geile eingefärbte Öle es tatsächlich gibt. Das hier ist Shiitake, so heißt dieser Farbton. Das Ganze habe ich dann nochmal leicht angeschliffen, habt ihr dann einmal dieses Legno Color in Weiß draufgebracht und ich fand so das Ergebnis eigentlich ziemlich geil und das Ganze hat eine richtig tolle Haptik. Das hört aber nicht auf, ich habe noch ein paar weitere Muster angefertigt. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Öl für den Außenbereich, Lombardei. Die haben die geilsten Namen bei diesen Farbtönen. Aber ich sag mal so, diese klassischen Farbtöne bzw. diese klassischen Öle, gerade für den Innenbereich, hier zum Beispiel ein farbloses Legno Öl. Da bin ich auch schon super happy, wie das Ganze geworden ist. Und das hier ist so als Beispiel mal ein weiß eingefärbtes Öl. Das ist jetzt Eiche und die wird halt eben in der Struktur schön hell, gefällt mir total gut. Und das fand ich zum Beispiel auch so toll an diesem Gespräch. Ich habe so gefragt, hey, es gibt ja noch andere Öle, die funktionieren mit Theater, die sollen super, super strapazierfähig sein. Und dann wird mir auch direkt gesagt, hey, dieses Legno-Öl, das kann man untereinander mischen. Mit dem farblosen kann man zum Beispiel dieses Dunkle, was ich euch gerade gezeigt habe, auffällen. Aber es gibt halt auch noch einen Härter, der heißt jetzt Alkytharz Turbo. Dann ist das quasi wie so ein 2K-Öl, damit es halt eben noch mal ein bisschen widerstandsfähiger ist. Das sind Dinge, die wusste ich nicht. Und da bin ich auf die Idee gekommen, weil ich sowieso einen neuen Schalenrohling im Onlineshop habe. Das ist Eschenholz, dass ich da einfach mal so ein bisschen mit der Farbe rumexperimentiere. Und das wollte ich euch heute einmal zeigen. Ich muss sowieso noch ein Produktbild machen von diesem Eschenrohling. Deswegen habe ich mir überlegt, das passt ganz gut, dass ich mir einmal so einen Rohling schnappe. So sieht er aus. 25 cm im Querschnitt und 65 mm hoch. Eschenholz ist ja ähnlich grobporig wie Eichenholz, deswegen habe ich hier die Hoffnung, dass wir hier einen schönen Farbkontrast von der Außenseite zur Innenseite haben. Den schneiden wir jetzt erst einmal rund. Ich fertige hier gerade ein Muster an. Für euch als Information, das hier ist Legno Color Shiitake mit ein bisschen Harz bzw. mit dem Acryl, ich kann das nicht aussprechen, mit dem Acryl Alkytharz Turbo, oh, sorry, damit das halt eben nochmal ein bisschen widerstandsfähiger ist. Jetzt will ich das Ganze mal ein bisschen heller machen. Dann könnte ich das Legno farblos nutzen, um das einfach heller zu machen. Ich will aber mal ausprobieren, wie es aussieht, wenn ich jetzt hier Legno Color in der Farbe Weiß reinpacke, ob wir hier einen richtig geilen Effekt erzielen können. Jetzt packen wir davon einfach mal ein bisschen was rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Okay, das sieht jetzt schon anders aus. Das ist ein bisschen heller. Aber jetzt probieren wir mal noch was aus. Das könnte nämlich auch cool sein. Weil jetzt bürsten wir das hier mal wieder. Weil ich will einfach nur eine gewisse Art von Kontrast erzeugen. Und so schnell geht es halt eben, dass man Holz farblich ein bisschen abändern tut. Also das hier ist natürlich jetzt echt ein ganz, ganz stupides Beispiel. Das hier war das Vermischte und das hier war das später Nachgeölte mit dem weißen Öl. Ich habe jetzt auch alles nicht so richtig beachtet, gerade was die Trocknungszeiten angeht. Ist jetzt aber auch gar nicht mal so relevant. Ich wollte einfach mal sehen, wie das Ganze halt eben ausschaut.
Diese Oberfläche hier will ich jetzt richtig gut bürsten, damit sich das Öl in diese Fasern reinlegen kann und wir hier so eine richtig schöne Haptik bekommen. Weil die Seite hier hat man natürlich immer in den Händen. Als nächstes kann ich mir da mein Öl schnappen und das reibe ich extra immer so bewusst quer zur Faser, damit das richtig eingezogen werden kann. Und den Überschuss reibe ich jetzt direkt runter. Das Ganze hat jetzt ein bisschen Zeit einzuwirken und was soll ich sagen? Mir gefällt es richtig gut. Esche ist ja ein recht helles Holz, aber hier werden so die einzelnen Jahresringe, die kommen da so richtig gut zur Geltung. Das gefällt mir total gut. Leute, ich finde es mittlerweile einfach so witzig, wie lockerflockig so eine Schale von der Hand geht, wenn man sie halt in so vielen Kursen schon gedrechselt hat. Mega witzig. Ich zeige euch mal das Ergebnis. Ich mache mich nur mal kurz einmal sauber. Moment. Also zuallererst, wie hat sie es verarbeiten lassen? Top. Wirklich wunderbar. Ich merke aber, dass ich bei den Nexen so ein bisschen feiner tatsächlich noch schleifen muss. Das ist bei dem Kondolz Holz, finde ich, nicht so wild, weil man da es halt eben nicht mehr so sieht. Mit dem Öl hier, mit dem eingefärbten Öl, sieht man aber tatsächlich jeden minimalsten Fehler. Und Körnung 180 reicht in dem Fall tatsächlich nicht ganz. Das heißt, die werde ich beim nächsten Mal ein bisschen feiner schleifen. Aber man muss schon wirklich sehr, sehr genau hinschauen. Ich bin ultra zufrieden und ich finde es schön, was mittlerweile tatsächlich alles möglich ist, weil da kann man so eine einfache Schale ein bisschen besonderer machen. Besonderer machen. Dann kann man eine einfache Schale besonders machen, wenn man eh schon einige Schalen gedrechselt hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Look findet. Mir gefällt er richtig gut und das hat auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Tschüss!